passieren sollte. Aber falls irgendetwas dort ins Rollen kommt, muss der Spansteig so ausgestaltet sein, dass dieser Neigung von 1,5% in der Längsrichtung eine Neigung von 1% und heute wird untersucht 2% in die Mitte der beiden Bahnsteige erfolgt, sodass also, wenn irgendetwas ins Rollen kommt, das nicht zum Zug hinrollt, sondern in die Mitte hineinrollt. Warum so. Heute? Warum wird es erst heute untersucht? Der Herr Bitzer wird jetzt sagen, das ist ja ein Wackelpudding. Nein, nein, das ist kein Wackelpudding. Das ist damals alles untersucht worden. Aber Sie sagen, jetzt wird untersucht 2%. Warum erst heute? Darf ich mal kurz meine Ausführungen noch zu Ende machen? So, und in der Mitte gibt es dann, genauso wie in der Königstraße auch oder sonst irgendwo, sogenannte Verbauungen. Das sind entweder Bänke, wo man sitzen kann, oder Mülltonnen, die dort aufgestellt sind, oder Fahrtanzeiger bzw. Tafeln, wo man den Fahrplan nachlesen kann, sodass, wenn etwas sich in die Mitte hineinbewegt, dass das dort in der Mitte tatsächlich auch aufgehalten wird und nicht einfach weiterrollt. Und das waren die Sicherheitsvorkehrungen, die damals mit dem Eisenbahnbundesamt während der Planfeststellung diskutiert worden sind und so auch beschlossen worden sind. Gut. Wie ist das mit dem Betreten oder Hineinfahren der Züge also derselben Ebene, derselben Erde, also dass man keine Stufen mehr braucht, um in den Wagen reinzukommen, bei dem neuen Bahnhof? Also die Bahnsteighöhe meinen Sie? Eine Bahnsteighöhe oder? Der 76 Zentimeter, das ist also die höchste Standardhöhe, die vorgegeben ist. Das heißt also damit verstehen Sie nicht, was ich meine? Es gibt in Amerika ja. Oder was weiß ich, kann man vom Bahnsteig aus einfach in den Wagen hineinfahren, mit dem Rollstuhl, mit dem ja. Kinderwagen also und da, so weiter und so fort. Während in der Mehrheit der deutschen Bahnhöfe, nicht wahr, ist es ja also ungefähr Schwierigkeitsgrad 2 bis 3, bis man drin ist. Das ist aber kein Problem, was die Anlage klären kann, sondern es ist zugabhängig. Und wir haben Züge, wir haben heute ein Hilfsmittel dazu, immer nämlich eine Rampe. Und wir haben einige Züge im Nahverkehr selber, die BAG, die auch eine fest installierte Rampe hat. Aber wir haben ein Open Access System, das heißt, jeder Verkehrsunternehmer kann da reinfahren. Das ist letztendlich die Entscheidung des Verkehrsunternehmers, wie er sein Fahrzeug konstruiert. Aber die Normhöhe ist gegeben. Also, verstehe ich will das als 13 Jahre als Minister zuständig gewesen. Es ist immer in Deutschland eine höchst unbefriedigende Geschichte gewesen für Rollstuhlfahrer, für Behinderte. Ich war für Frauen mit Müttern, mit Kinderwagen und Kindern in einen deutschen Eisenbahnwagen hineinzukommen. Darf ich da was zu sagen? Bitte schön. Herr Dr. Geißer, ich kann das nur unterstreichen. Das ist leider so, aber ich bringe gern das Beispiel von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, die S-Bahn Rhein-Neckar, die flächendeckend eine Bahnsteighöhe passend zum Fahrzeug hat. Das heißt, im Bereich Rhein-Neckar, das geht von Osterburken bis nach Neustadt, Kaiserslautern, Homburg, kann jeder mobilitätseingeschränkter Mensch mit seinem Rollstuhl ebenerdig reinfahren. Das gilt auch für Eltern mit Kinderwagen und Vergleichbares. Stuttgart Hauptbahnhof Tief bekommt auch einen solchen 76er Bahnsteig. Wir hatten schon drüber gesprochen. 76 Zentimeter hoch heißt 76 Zentimeter über der Schiene. Und jetzt ist die Frage, welches Fahrzeug man einsetzt. Alle Fernverkehrszüge, die wir beispielsweise in Deutschland, Belgien, Holland, Frankreich einsetzen, haben einen noch höheren Wagenboden. Das ist das, was Sie zu Recht kritisieren. Das hängt aber mit der Antriebsart zusammen. Also irgendwo muss man Fahrzeug und Bahnsteig zusammenbringen. Wir sind aber in allen deutschen Bundesländern unterwegs, eine einheitliche Bahnsteighöhe hinzubekommen. Das ist leider nicht einfach. Aber jetzt bauen wir doch einen neuen Bahnhof, nicht? Das steht ja noch gar nicht. Das kann man den Bahnhof vielleicht doch so bauen, nicht wahr, dass ein Rollstuhlfahrer reinfahren kann. Das bietet sich sozusagen an, denn die Stuttgarter S-Bahn ist ja ebenerdig bei 96, also 20 Zentimeter mehr. Nur, Herr Dr. Geißler, das Beklagenswerte ist, wenn Sie in die Fläche hineingehen, und wir wollen ja sehr viele Züge nach Stuttgart fahren, die von Friedrichshafen kommen, die von Oberndorf kommen, die von Heilbronn kommen, dort sind eben übrigens andere Bahnsteighöhen. Und wir versuchen uns in Deutschland vornehmlich im Kompromiss zwischen Fernverkehr, S-Bahn und Regelnahverkehr auf die 76er Höhe zu konzentrieren und dafür, wie in Rhein-Neckar, auch die richtigen Fahrzeuge zu haben.
Wir müssen nur mit einer Höhe mal anfangen. Und diese ist übrigens gesetzlich vorgeschrieben in der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, wie eine andere Höhe übrigens auch. Das ist aber kein Gesetz. Nein. Also ich sehe, das ist nach wie vor unbefriedigend gelöst. Nicht? Das, ja, Herr Dr. Geißler, ich kann das nur bestätigen. Aber wir müssen mal in eine Richtung gehen. Seit 30 Jahren. Aber wir haben in Stuttgart dieselbe Höhe wie in Karlsruhe. Ja, wir müssen sagen, seit 100 Jahren ist das leider so. Wie in Karlsruhe, wie in Mannheim, wie in Frankfurt, wie in Freiburg. Überall dort auf den großen Bahnhöfen Ulm haben wir diese 76 Höhe. Das soll die Standardhöhe sein. Also insofern ist die Höhe erstmal richtig. Jetzt kann man noch diskutieren, welches Fahrzeug setzen wir ein. Und da bin ich bei Ihnen, da gibt es leider sehr unterschiedliche Vorstellungen bei den Ländern. Das differenziert, ist sehr differenziert in Deutschland zu sehen. Rhein-Neckar, ich sage es nochmal, bei der S-Bahn ist ideal gelöst. So, jetzt zu dem Thema jetzt. Behinderte und so weiter. Ja, bitteschön. Herr Petzold, Herr Stocker. Ja, Herr Leuschel, Sie haben gerade gesagt, die Stuttgarter S-Bahn ist da ebenerdig. Jetzt wundert es mich, weil vor anderthalb Jahren am Porsche-Museum eine neue S-Bahn halt gemacht wurde. Da sind 20 Zentimeter Unterschied. Ich bestätige das. Die Stuttgarter S-Bahn hat auf den Strecken, auf denen sie allein fährt, heute nur noch 96er Zentimeter Bahnsteighöhe, nach Herrenberg und Böbling bereits auch. Wir kommen aber in Bereiche rein in Stuttgart, im sogenannten Mischbetrieb, also außerhalb von Waibling, wo auch andere Züge fahren, nämlich Güterzüge, wo wir gewisse Größen und Umfang, Lademaßüberschreitung nennt man das, berücksichtigen müssen. Und die Strecke beispielsweise nach Plochingen hat auch nur 76 Zentimeter, weil sie auch im Mischbetrieb geführt wird. Das Ziel ist in Stuttgart, und genau das verfolgen wir jetzt zwischen Marbach und Backnang. Dort wird die S4 ja verlängert. Das Ziel in Stuttgart ist, und das gilt für Frankfurt und andere Städte auch, grundsätzlich im S-Bahn-Betrieb nur 96 Zentimeter. Aber beispielsweise nach Kirchheim an der Teck, nach Kirchheim an der Teck haben wir einen Bahnsteig bei der S-Bahn neu gebaut, nur in 76 Zentimeter Höhe, weil der in der Kurve liegt und dort Gütertransporte vorbei müssen. Frau Dr. Geißler, ich mische mich ungern ein in Ihren Job, aber wir kommen vom Thema ab. Nein, wir kommen nicht vom Thema ab. Überhaupt nicht. Sondern das ist für ich meine, wir können alles konzipieren ohne Rücksicht auf Behinderte. Das finde ich nicht gut. Nein, das meine ich auch nicht, aber die Frage der Bahnsteighöhen hat man schon mal ausführlich hier diskutiert. Wir können das bei Stuttgart, in Stuttgart und bei Stuttgart 21 nicht lösen. Ja, das ist eben gerade die Frage, nicht? Also okay, es ist wohl so, in dem neuen Bahnhof ist 76 Zentimeter vorgesehen, aber für die Züge, nicht wahr, die diesen Bahnhof benutzen oder in den Bahnhof reinfahren, nicht wahr, ist die Höhe größer, höher. Und auch niedriger. Oder niedriger. Ja, beides. Im Nahverkehr war es niedriger. Leider. Wie heute schon. Aber Sie könnten doch, die Bahn könnte doch bei den Zügen, für die die Bahn verantwortlich ist, die Züge so bauen, nicht wahr, dass sie in die 76er-Position reinpassen. Das passt mit der Fläche. Bitte? Herr Käfer. Ich will es ja nur mal hören. Ja, ja, ich wahrscheinlich in 100 Jahren noch genauso. Ich versuche es noch mal ein bisschen systematisch aufzuklären. Es gibt in Deutschland, hatten wir festgestellt, ich hatte gesagt drei, in Wirklichkeit sind es vier unterschiedliche Bahnsteighöhen. Und diese vier unterschiedlichen Bahnsteighöhen haben wir tatsächlich flächig verteilt sehr unterschiedlich vorliegen. Und jetzt gibt es aus diesem Faktum heraus resultierend unterschiedliche Züge, die diesen unterschiedlichen Bahnsteighöhen immer zu einem gewissen Teil Rechnung tragen. Wenn also in einem bestimmten Bereich 76er Bahnsteige vorherrschend sind, wird der Betreiber immer dazu tendieren, einen Zug einzusetzen, der möglichst ein ebenerdiges Einsteigen für diese 76er Bahnsteige ermöglicht. Das wird dann problematisch, wenn dieser Zug aber Bereiche durchfährt, wo man unterschiedliche Höhen hat, weil dort halt bei einem gleichen Bahnsteig der Zug passt, bei einem ungleichen Bahnsteig der Zug nicht passt. Und diese Vereinheitlichung, die Sie ja zu Recht anmahnen,
Die versuchen wir jetzt so anzugehen, dass wir sagen, grundsätzlich in Bahnhöfen, wo Fernverkehr hält, machen wir eine Bahnsteighöhe von 76 Zentimetern, damit wir einmal durchgängig einen Startpunkt haben. Und gehen dann davon aus, dass sich im Lauf der Jahre das Zugmaterial und damit auch die Bahnsteighöhen an anderer Stelle dem anpassen. Aber wir können nicht diesen Zustand, den wir heute haben, mit einem Handstreich sozusagen verändern, weil das extrem aufwendig wäre, und zwar sowohl auf der Infrastrukturseite wie auch auf der Fahrzeugseite. Denn wenn man auf der Infrastruktur eine Bahnsteighöhe herstellen würde, würden die Fahrzeuge nicht passen. Und wenn man auf der anderen Seite die heutigen Fahrzeuge hernimmt und die Infrastrukturen anpasst, dann passt das halt auch eben nur auf der Fahrt des Zuges an bestimmten Stellen. Das heißt, wir sind hier in einem echten Dilemma, dem wir zumindest versuchen, strategisch Herr zu werden, indem wir für die Zukunft eine Vereinheitlichung einführen wollen. Ich sage dazu nichts mehr. Jetzt kommt der Herr Stocker. Herr Dr. Geisel, wenn wir das Thema vertiefen wollen, das können wir machen. Dann bitte ich aber den Herrn Drewes dann aufzurufen. Er ist Beauftragter bei ProBahn für mobilitätseingeschränkte Personen. Wenn wir das Thema jetzt nicht vertiefen wollen, das entscheiden ja Sie. Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt mal wieder zum Thema Sicherheit, auch im Brandfall beispielsweise Selbstrettung, das Thema zurück. Und ich würde dann gerne, wenn Sie erlauben, vorlesen, was wir von unserer Seite gerne vortragen wollen. Ja, gerne, aber Sie haben ja nun, das ist der Herr Drewes, nicht? Ja, und dem habe ich vorhin zugesagt, nicht wahr, dass er etwas sagen darf, nicht wahr, denn er ist ja ein Betroffener. Ja, natürlich. Ja, Herr Drewes. Aber das können wir ja nachher, ich habe ja jetzt nur die Themen zur Sicherheitsproblematik hier angesprochen, das muss jetzt nicht unsere ganze Diskussion beherrschen, nicht? Aber da würde ich mal vorschlagen, dass er den Herrn Drewes jetzt aufrufen, nicht wahr, Herr Drewes, sagen, dass Sie das jetzt mal schildern oder sagen, nicht wahr, was Sie für richtig halten. Okay, Herr Drewes. Ja, also mein Name ist Alexander Drewes, ich bin hier als Beauftragter für die Belange behinderter Menschen von ProBahn, dem Bundesverband, dem Fahrgastverband. Und was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist und was für die Konzeption des Bahnhofs eine gewisse Rolle spielen könnte, auch wenn das sicherlich ein technisches Bauwerk sui generis, also eigener Art ist, das teilweise der konventionellen baurechtlichen Genehmigung nicht unterliegt. Ich bin auch insofern für die heutige Veranstaltung nicht ganz uninteressant, als dass ich für die Vorentwürfe der Gleichstellungsgesetzgebung auf Bundes- und Landesebene mitgearbeitet habe. Ich komme vielleicht zunächst zum Sicherheitsaspekt und bewege mich dann vom Sicherheitsaspekt ein bisschen weg. Also was mich im Bereich des Bahnhofs, eines tiefer gelegten Fernbahnhofes, ehrlich gesagt überhaupt nicht überzeugt, für nahezu jegliche Art mobilitätseingeschränkter Menschen, ist, dass wir dann faktisch, das haben wir eben ausdrücklich gehört, keine Fahrstuhlnutzung mehr vorhalten können. Jedenfalls nicht für den Regelfall. Also ich brauche einen Systembruch, der dann im Ausnahmefall vorsieht. Dafür wird man wieder gesondertes Personal benötigen, dass der Fahrstuhl überhaupt benutzt werden kann. Wir tun hier in aller Regel gerade so, als sei der Bereich mobilitätseingeschränkter Menschen ein absolut vernachlässigenswerter. Das stimmt für den Bereich der Deutschen Bahn AG, aber nur insofern, als dass ich als mobilitätseingeschränkter Mensch bislang darauf verwiesen bin, wenn ich eine Fernreise vornehmen will, dass ich dieselbe bei der bei DB Regio angesiedelten Mobilitätszentrale in Saarbrücken voranmelden muss. Also sie verunmöglichen es mobilitätseingeschränkten Menschen in aller Regel völlig spontan zu verreisen. Dazu muss man wissen, derartige Voranmeldungen müssen in aller Regel mindestens 3 Tage, im Normalfall bis zu einer Woche vorangemeldet werden. Dann habe ich aber keine gesicherte Garantie, dass der dementsprechende Transport auch klappt. Zudem bin ich zeitlich insofern stark eingeschränkt, als dass ich in aller Regel vor 6 Uhr morgens und nach 8 Uhr abends an den meisten Bahnhöfen nicht mehr abfahren und ankommen kann. Für
ich sage mal, mobilitätseingeschränkte Menschen, das betrifft nicht nur behinderte Menschen, das betrifft auch denjenigen Personenkreis, der mit Kinderwagen unterwegs ist, das betrifft denjenigen Personenkreis, der älter ist und vielleicht nicht mehr ganz zu Fuß. Dem nutzt es dann auch nicht, wenn er auf einem Treppenaufgang mehrere Zwischenebenen hat, wenn er trotzdem den ganzen Treppenlauf hochlaufen muss und sie müssen vom Extremfall einer Panik ausgehen, wenn Sie sagen, Sie vertrauen auf die Selbsthilfekräfte der Fahrgäste, dann kann ich Ihnen nur sagen, das mag für den jungen Juppie gelten, der eben mal von Stuttgart nach Frankfurt will, weil er da irgendwelche Geschäftsbesorgungen macht oder Meetings hat. Das wird aber denjenigen Personenkreis, den ich hier vertrete, in aller Regel nicht betreffen und nicht treffen. Bei denjenigen Menschen haben Sie das entscheidende Problem, dass Sie Ihr Personal bis heute schon nicht ordentlich schulen. Sie haben das Problem, dass Sie Ihr Personal für den Extremfall, sagen wir eines Zugunglückes oder einer Katastrophe, überhaupt nicht geschult haben. Sodass, wenn ich beispielsweise jemanden habe, der mit einem Elektrorollstuhl zugange ist, ich bei demjenigen selbst nach dem hier vorgestellten Brandkonzept ehrlich gesagt überhaupt nicht wüsste, wie kriege ich diesen Menschen denn aus dem Fahrzeug raus. Was man nämlich wissen muss, was vielleicht der etwas unbedarfte und unbeleckte Nichtbahnfahrer nicht weiß, ist, sie kommen in ein Fernfahrzeug. Die meisten Fernverkehre werden heutzutage mit Triebfahrzeugen abgewickelt. So ohne weiteres als mobilitätseingeschränkter Mensch überhaupt nicht rein. Also diese Voranmeldung dient unter anderem dazu, die Deutsche Bahn AG Station und Service hält einen Mobilitätsservice insofern vor, als dass Sie, wenn Sie als behinderter Mensch verreisen wollen und Sie sind in irgendeiner Form auf eine Mobilitätshilfe angewiesen, also beispielsweise auf einen Rollator oder Rollstuhl, Sie in die Fahrzeuge rein und rauskommen, im Grunde nur mit einer manuell bedienbaren Hebebühne. Was ich nicht ganz verstanden habe, bereits bei der Beplanung des ICE 2 und später des ICE 3 war im Grunde der gesetzliche Rahmen so weit gegeben, dass Sie genau wussten, Sie haben Ihre Fahrzeugflotte im Grunde so weitgehend zu beplanen, dass sie barrierefrei zugänglich und nutzbar sein soll. Man muss das auch in aller Deutlichkeit sagen, Sie waren einer der wesentlichen Verhinderer auf Bundes- wie auf Länderebene, dass im verkehrlichen Bereich Barrierefreiheit umfassend hergestellt werden konnte. Sie haben das mindestens auf Bundesebene verhindert und der Gesetzgeber, die Landesgesetzgeber haben das dann dementsprechend für ihre Bereiche runtergebrochen. Also mit Sie meinen Sie nicht hier die Deutsche Bahn Mitarbeiter AG. Da, die das ist die Deutsche Bahn. Bahn AG im Gesetzgebungsverfahren. Die Bahn AG als solche. Die Deutsche Bahn AG im Gesetzgebungsverfahren damals eines Gleichstellungsgesetzes für behinderte Menschen auf Bundesebene. Ich will ganz kurz erläutern, warum ein Kopfbahnhof für mobilitätseingeschränkte Menschen grundständig die beste Lösung ist. Also besser als jeder Durchgangsbahnhof. Das entspricht im Grunde einer gewissen Logik aus sich heraus. Sie kommen, wenn Sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind, wenn Sie auf einen Rollator angewiesen sind, wenn Sie, wie ich, neben meinen sonstigen Behinderungen geh- und stehbehindert sind, in aller Regel am besten rein ebenerdig in einen Bahnhof rein und raus. Das geht bei einem Kopfbahnhof natürlich am besten. Das ist hier bei K21 über den Nordeingang nicht anders. Auch die Fluchtwege haben Sie von einem Kopfbahnhof aus der Sicht eines mobilitätseingeschränkten Menschen am besten gewährleistet, also zumindest wesentlich besser als bei einem Tiefbahnhof, wo ich erst mal dumm vor dem Aufzug rumstehe und drum bitteln und betteln muss, dass ich eventuell dann von irgendeinem Mitarbeiter Ihres Unternehmens nach oben gebracht werde. Das ist für behinderte Menschen ein absolut unzumutbarer Zustand, denn was man auch wissen muss, die Gesetzgebung sieht vor, dass wenn Sie Barrierefreiheit herstellen, Sie in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und so gewährleisten, dass der behinderte Mensch dasselbe auch selbstständig nutzen kann. Der Tiefbahnhof, so wie ich ihn ansehe, würde keines dieser drei Kriterien komplett erfüllen. Ist also aus der Sicht behinderter Menschen überhaupt nicht tragbar. Wir haben uns gestern relativ intensiv über Stadtentwicklung und Stadtplanung unterhalten.
Ich sehe bei Ihnen das folgende Problem. Es ist Ihnen ja zumindest in Teilbereichen der gute Wille überhaupt nicht abzusprechen. Also wenn ich mir die Situation ansehe, beispielsweise als Sie großflächig den Hannoveraner Bahnhof vor ungefähr 10-12 Jahren umgebaut haben, da haben Sie versucht, Barrierefreiheit dadurch herzustellen, dass Sie auf diesem Bahnhof erstmalig dafür gesorgt haben, dass jede Gleisanlage durch einen Aufzug benutzbar wurde. Das Problem ist, das betrifft jetzt nicht unmittelbar Hannover, aber das betrifft andere Bahnhöfe, beispielsweise im Bereich Hessen. Das betrifft den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe und den Bahnhof Gießen. Sie pflegen ihre Anlagen wiederum so schlecht, dass diese entsprechenden Aufzuganlagen teilweise ein halbes bis ein Dreivierteljahr nicht nutzbar sind. Also während ich in Kassel-Wilhelmshöhe als behinderter Mensch wenigstens noch die Möglichkeit habe, über eine zum Teil zu steile Rampe, da haben Sie also auch die damalige DIN 18040 nicht eingehalten, die ein Höchstmaß von 6% Ansteigung vorgesehen hat, und Sie haben teilweise, weil Ihnen ansonsten die Rampe schlicht und einfach zu lang geworden wäre, mit 10% beplant und gebaut. Aber ich komme zumindest runter und rauf. In Gießen wiederum habe ich als reinem Durchgangsbahnhof das Problem, dass, wie jetzt seit einem Dreivierteljahr geschehen, wenn die Aufzugsanlagen dann mal defekt sind, ich als behinderter Mensch vom Bahnhof Gießen überhaupt nicht mehr hin und weg komme. Weil ich schlicht und einfach keine Möglichkeit habe. Also ich habe ein anderes Beispiel, der Bahnhof Marburg sieht gewisse Übergangsmöglichkeiten für Gepäckfahrten vor, aber der Bahnhof Gießen kennt diese Möglichkeit nicht einmal, weil es einen gesonderten Güterbahnhof Gießen gibt. Genauso, das betrifft weiterhin die Stadtplanung als solche, aber wir haben uns gestern hinsichtlich des Themas Neckar-Center ein Stück weit unterhalten. Wenn ich die Ausführungen sowohl der Pro Stuttgart 21 Befürworter als auch der Gegner gestern richtig verstanden habe, bedeutet dieses Viertel aufgrund der starken Kostensteigerung nichts anderes, als dass sie das Viertel weitgehend gar nicht mehr barrierefrei planen konnten, schlicht und einfach, weil ihnen die Kosten komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Dabei muss man wissen, wenn Sie die Beplanung von Barrierefreiheit in ein Projekt von vornherein mit einberechnen, dann bedeutet das eine Kostensteigerung in aller Regel im Bereich zwischen 1-3%. Also wenn man sich ansieht, was Sie im Bereich öffentlicher Bauten für Kunst ausgeben müssen, das sind ungefähr 10%, dann ist der Bereich Barrierefreiheit, Herstellung von Barrierefreiheit nahezu vernachlässigenswert. Ich sehe insgesamt, und da habe ich jetzt in den letzten 2 Tagen und auch so, was ich der Presse in den vergangenen Wochen während dieser Schlichtungsgespräche entnehmen konnte, im Grunde kein einziges Argument vorgefunden, dass es mir als unmittelbar selbst Betroffenem, also man könnte das jetzt weitaus ausufern auf meine Seh- und Hörbehinderung, was einen Tiefbahnhof wesentlich unattraktiver macht als einen Hochbahnhof. Darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen, denn die Zeit läuft uns davon. Aber Sie haben das wesentliche Problem, dass Sie, Ihr Redner für den Brandschutz hat das vorhin ausgeführt, angeblich ja die Behindertenverbände zumindest in die brandschutzrechtlichen Fragen mit einbezogen haben. Ihre Beplanung sieht aber regelmäßig vor, wenn man sich beispielsweise den Berliner Hauptbahnhof ansieht, wo Sie auch vorgeblich ja barrierefrei geplant und gebaut haben, dass, wenn Sie dann in Ansätzen tatsächlich barrierefrei bauen, Sie die barrierefreie Dimensionierung so gering vorsehen, dass Sie beispielsweise an den Aufzügen Stauungen von 10 Minuten bis zu einer Viertelstunde und länger vorhalten müssen, weil es schlicht und einfach in den einzelnen Segmenten nur einen einzigen Aufzug gibt. Also wenn Sie dann tatsächlich mal barrierefrei bauen, dann bauen Sie in aller Regel auch unterdimensioniert. Okay. Von meiner Seite war es das fürs Erste. Ja, vielen Dank, aber das muss ja mal gesagt werden, nicht? Wir haben also ein paar Leute nervös geworden, nicht wahr, weil für die das wahrscheinlich zu lange gedauert hat, aber das ist etwas, was hier gesagt werden muss, weil das kommt dauernd, nicht wahr, werden diese Gesichtspunkte vernachlässigt. Nun haben wir gehört, dass wir bei dem neuen Bahnhof da, was die Einsteighöhe anbelangt, nicht mehr viel machen können. Das ist mir nach wie vor unbegreiflich, aber es ist so.
Ein Argument hätte ich dann doch noch, und zwar... Wie bitte? Entschuldigen Sie, ein Argument hätte ich dann doch noch. Also es betrifft im Grunde genommen ja auch nicht nur mobilitätseingeschränkte Menschen im Bereich Behinderung, sondern... Also wir sitzen hier allesamt zusammen, weil wir das System Bahn mindestens favorisieren. Für den mich hier anlangenden Personenkreis stellt die Bahn weitgehend eine Lebensgrundlage dar, weil viele der von mir vertretenen Menschen den Individualverkehr überhaupt nicht nutzen können. Das heißt, ich hätte vorgestern nicht gewusst und wüsste heute nicht, wie ich von Kassel hierher und von hier aus wieder nach Kassel käme, gäbe es die Bahn nicht. Okay. Mein Schlusswort, also das betrifft, wie gesagt, nicht nur behinderte Menschen als mobilitätseingeschränkte Menschen. Richtig. Wir leben in einer völlig überalternden Gesellschaft. Man kann davon ausgehen, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Schaffung von Barrierefreiheit ungefähr einem Drittel der Gesamtbevölkerung nutzt. Also nutzbringend ist es für 100%, keine Frage, aber die Notwendigkeit von Barrierefreiheit besteht ungefähr für 30%. In einer sich überalternden Gesellschaft werden wir binnen 30, 40 Jahren die Situation haben, dass dieser Quotient auf ungefähr 50% steigen wird. Das war mein Schlusswort. Ja gut, es gibt natürlich mehrere Formen von Behinderungen, das ist richtig. Ich glaube, 30% sind, weiß ich, aber wenn Sie die Mütter mit Kindern und Kinderwagen mit einbeziehen, dann werden Sie möglicherweise halt auf den Prozentsatz kommen. Ich meine, wir haben das jetzt, ist auch richtig, dass wir das gehört haben. Wenn man das jetzt mit den Einstiegsmöglichkeiten nicht ändern kann, dass aber, wenn man jetzt den neuen Bahnhof baut hier, ich unterstelle ihm, ich rede hypothetisch, nicht, dass Sie mir sagen, ich war der Rede schon davon, als ob er käme, sondern nur für den Fall, ich war, dass er gebaut wird, ich war, dass Sie dann das eben doch versuchen zu berücksichtigen. Zum Beispiel ist mir auch schon aufgefallen, dass die Aufzüge einfach zu klein sind, nicht, und dass man die halt ein bisschen größer dimensioniert, ist eine Kostenfrage, das sehe ich auch ein. Und dass man vielleicht die Rolltreppen so konstruiert, wie das an den Flughäfen der Fall ist, dass zum Beispiel mit den Rolltreppen auch diese Wagen da, nicht, diese Kofferwagen oder wie diese, ja, nicht wahr, dass die eben auch auf der Treppe nach oben und unterhalb transportiert werden können, wie das zum Beispiel auf dem Frankfurter Fernbahnhof der Fall ist. Nicht wahr? Ich finde, der Frankfurter Fernbahnhof ist unter den Gesichtspunkten also ein vorbildlicher Bahnhof, nicht? Und das könnte man ja vielleicht jetzt bei dem neuen Stuttgarter Bahnhof, wenn er den käme, nicht wahr? Könnte man vielleicht sogar noch perfektionieren und noch besser machen. Habe ich das jetzt so richtig? Ich glaube, Sie brauchen dazu jetzt nicht weiter Stellung nehmen, nicht wahr? Das ist jetzt wichtig, dass wir das hier erörtert haben, und darf jetzt dem Herrn Stocker das Wort geben. Vielen Dank, Herr Kaiser, vielen Dank, Herr Dr. Darf ich mir übrigens sagen, es braucht niemand nervös werden, das Fernsehen überträgt bis 16 Uhr. Paragraph 2 Bau- und Betriebsordnung schreibt vor, dass die Benutzung der Bahnanlagen und Fahrzeuge durch behinderte Menschen und alte Menschen sowie Kinder und sonstige Personen mit Nutzungsschwierigkeiten ohne besondere Erschwernis möglich sein muss. Noch so viel noch zu diesem Thema, aber auch zu dem Thema, was alles papiergeduldig ist, was alles draufsteht, wie die Wirklichkeit danach auch aussieht. Herr Dr. Kaiser, wir würden jetzt gerne, ich will kurz sagen, welche Teile wir gerne ansprechen möchten. Herr Heidemann möchte ganz gerne das Problem Brand im Bahnhof, also im geplanten Tiefbahnhof, überhaupt das Problem die Rettungsproblematik und die Entrauchungsproblematik ansprechen in seinem Vortrag. Ich würde dann kurz ansprechen ein besonderes Problem bei den Rettungsquerstollen in den Tunneln. Herr Rüssel würde sich dann mal ganz, das sind ganz kurze Vorträge, einfach mal aufzeigen, wo die Problematik besteht bei der Ausnahmegenehmigung für den Filtertunnel. Und Herr Habe wird, nachdem wir ja jetzt gehört haben, dass die Königstraße bahnhofstauglich ist, Herr Habe wird dann noch mal kurz etwas sagen zur Neigung des Bahnsteiges im Tiefbahnhof. Jetzt darf ich es so auffassen, dass es Diskussionsbeiträge sind.
Ja, ja. Okay, gut, okay. Die allerdings mit Folgen erläutert werden. Ja, ja. Gut, jetzt. Wenn es zu lange geht, können Sie eingreifen. Wir haben ja jetzt hier noch den Herrn Bieger da bei uns. Jetzt geht er an Platz. Haben wir an ihn noch irgendwelche Fragen? An den Herrn Bieger? Bitte schön, Herr Pfeiffer. Herr Bieger, können Sie auch vom Sitz aus beantworten. Nicht? Sie haben ausgeführt auf Ihrer Folie 8, dass diese Querstollen alle 250 bis 500 Meter sind. Da hätte ich gerne Auskunft, in welchen Bereichen das zutrifft und warum nicht doch hier einheitlich 250 Meter realisiert wird. Wir haben es ja gerade vom Herrn Treves auch erfahren, dass hier kurze Wege ganz wichtig sind. Der Hintergrund ist folgender. In den zwei Röhrentunneln wird der Abstand 500 Meter sein. Aber es gibt in zwei Bereichen Richtung Feuerbach und Richtung Untertürkheim gibt es aus bautechnischen Gründen einen Übergang in dem letzten Abschnitt von dem zwei Röhren auf einen Röhrentunnel und dort sind die Wege etwas länger, weil dann ein zweigleisiger Tunnel in dem letzten Bereich ist. Und daher diese Ausführung. Die Normvorgabe nach Richtlinie ist 500, also 1000 Meter Fluchtweg, Notausgangabstand bei zweigleisigen, einröhrigen Tunneln und 500 bei korrespondierenden Röhren wie hier. Ja, bitteschön. Weitere Fragen? Ich habe das vielleicht, jetzt weil ich kurz mit was anderem beschäftigt war, vielleicht verpasst. Jetzt in den Tunnels beim Albaufstieg, das sind ja relativ lange Tunnels. Nicht? Wie kommen Sie denn da? Gibt es da Fluchtmöglichkeiten also zwischendrin? Wie viele? 3, 4, 5? Dass Sie rauskommen aus dem Tunnel? Genau das Gleiche, also es ist ein zweiröhriger Tunnel und in dem zweiröhrigen Tunnel werden alle 500 Meter ein Querschlag gebaut. Das System geht immer so davon aus, dass wenn in einem Tunnel ein Zug brennt, der andere Tunnel als sicherer Bereich gilt und da können die Leute evakuiert werden und die Feuerwehr kommt auch von dort. Also ist ganz genauso. Okay. Weitere Fragen? Herr Stocker, Sie sind dran. Ja, dann würden wir zur Einführung zunächst mal ein paar Bilder zeigen von einem ICE-Brand, der in Offenbach gelöscht worden ist. Und ein ganz kurzes Filmchen über einen Triebwerksbrand beim TGW. Und dann bitte ich Herrn Heidemann. Einverstanden. Also, Film ab. Also damit man sich einfach mal einen Eindruck machen kann, was da eigentlich geschieht, wenn so ein Triebkopf brennt. Und das ist etwas, was natürlich nicht auszuschließen ist bei Stuttgart 1, also beim künftigen Tiefbahnhof und bei den Tunnels in Stuttgart. Das wäre natürlich bei Ihrem Kopfbahnhof auch möglich. Natürlich, aber wir hatten sogar schon mal einen. Allerdings war es kein offener Brand, es war noch ein wie sagt man da, Glutbrand, der dann von der Feuerwehr gelöscht worden ist. Was ich noch dazu sagen möchte, was in diesen Fällen war es immer so, dass der hintere Triebkopf gebrannt hat. Das heißt, der Lokführer hat vom Brand nichts bemerkt. Er wurde erst aufmerksam gemacht von einem entgegenkommenden Lokführer beziehungsweise von einem Stationsvorsteher, der den Zug gesehen hat im Vorbeifahren. Ja, da darf ich mal eine Zwischenfrage stellen an die Bahn, bloß weil es mir gerade mal einfällt. Man kann in der Tat mit dem Lokführer, also das ist auch ein Problem gewesen, als ich für die Lokführer, also da als Streikschlichter tätig war. Hört euch, Sie lachen, nicht? Also das war eine interessante Erfahrung. Man kann mit dem Zugführer, also mit dem Lokführer vom Zug aus auch als Fahrgast nicht in Kontakt treten. Nein, aber der Alle oder nur ein bestimmter? Ein Schaffner. Mehrere Stellen im Zug, von dem der Schaffner sofort mit dem Lokführer Kontakt aufnehmen kann. Beim ICE in jedem Wagen. Das ist, Herr Geißler, früher natürlich grundsätzlich so gewesen, weil früher waren die Züge alle lokbespannt. Das heißt, es gab eine Lokomotive und angehängte Wagen. Und zwischen Lokomotive und ersten Wagen gibt es keinen Übergang.
ist jetzt verändert. Also man kann den, also weil Sie das Beispiel gebracht haben, wenn also die Leute im hinteren Wagen merken, der brennt, war ja das Problem da Es gibt im Zug mehrere eingerichtete Fernsprechstellen, von denen aus das Zugbegleitpersonal den Lokführer anrufen kann. Aber wenn die alle im Zugbegleitpersonalabteil sitzen, wenn sie ihre Arbeit getan haben, da sitzen, dann sind sie eben nicht im Zug verteilt, sondern merken nicht, dass es irgendwo brennt. Also, naja, die Praxis ist es nicht. Herr Bieger, vielleicht kommentieren Sie nochmal. Also die Praxis ist zweigeteilt. Erstens, wenn Sie da den Triebkopfbrand von 2001 erwähnen, da kann man lange drüber diskutieren. Eins kann man nur sagen. Ja, der hat gebrannt. Wir haben auch nie gesagt, dass es nicht brennen kann. Nur alle Menschen, der ist ganz bewusst in Offenbach an den Bahnsteig gefahren worden, in Absprache mit der Feuerwehr, alle Leute sind sicher evakuiert worden und dann begann die Brandbekämpfung. Das Ziel ist einfach immer nur, dass die Leute sicher evakuiert werden. Das Zweite ist, in heutigen Fahrzeugen gibt es diese Sensoren. Das heißt, da hinten ist jetzt auch ein Sensor drin. Das heißt, der Lokführer merkt das vorne, wenn es brennt. Und das Dritte, ich habe es nochmal gesagt, wir haben, das habe ich nicht dargestellt, wir haben 7 zentrale Leitstellen, die mit den Ländern abgesprochen sind. Wenn Sie im Zug die 112 rufen und sagen, in diesem Zug brennt, läuft automatisch ein Prozess ab, die rufen uns ab und auch auf die Ebene wird wieder kommuniziert. Vierte ist, wie gesagt, Sprechstellenverbindung. Das heißt, es ist überall die Möglichkeit, mit dem Lokführer direkt aufzugehen, Kontakt aufzunehmen. Und bei heutigen Nahverkehrszügen und ICEs kann der sogar im Zweifelsfall vorgehen, auch der Reisende, und kann bei dem Lokführer an die Tür klopfen und sagen, ich habe ein Problem. Dankeschön. Weiter? Ja. Herr Heidemann, bitteschön. Ja. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe es übernommen, einen sicherheitstechnischen Vergleich zwischen dem Tiefbahnhof S21 wie geplant und dem Kopfbahnhof K21 wie bestehend, und zwar bezogen auf den Brandfall, vorzutragen, weil ich als Anlagenplaner im Bereich Entrauchung und so weiter regelmäßig mit brandschutztechnischen Belangen zu tun habe und deshalb meine zu wissen, wovon ich rede. Meine Rede wird im Wesentlichen auch eingehen auf das, was Herr Rieger hier vorgetragen hat. Ich komme zu anderen Bewertungen. Ein Brand in einem Bahnhof ist keine Kleinigkeit und vor allem, er ist auch nicht aus der Welt. Ich war selber Augenzeuge vor ungefähr einem Jahr eines Brandes einer Lokomotive im Bahnhof Tübingen. Zunächst war es nur so, dass der Zug, der IRE aus Stuttgart kommend, nach Tübingen dort ewig lange, über 20 Minuten, angehalten worden ist. Keiner wusste warum, es hat nur geheißen, eine technische Störung im Bahnhof. Als er denn endlich einfuhr, auch nicht auf dem üblichen Gleis Nummer 3, sondern auf Gleis Nummer 6, dann sah man auf Gleis Nummer 4 die Bescherung, die Lokomotive, die sah also ganz schön in Mitleidenschaft gezogen aus.